Wir fahren fort in der Debatte. Und das Wort hat das Wort. Herr Repple, ein letzter Zwischenruf, eine letzte Bemerkung und Sie fliegen raus. Die AfD hat am 12. Dezember im baden-württembergischen Landtag für einen Eklat gesorgt. In der Sitzung ging es um eine von der AfD angestoßene Debatte über Abtreibungen und vermeintliche linksideologische Einflüsse in Kindergärten. Mit lauten Zwischenrufen hatte der AfD-Abgeordnete Stefan Repple die Sitzung immer wieder gestört, bezeichnete die SPD anfangs als rote Terroristen. Die Situation eskalierte, als FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Ende seiner Rede sagte: Und die geistigen Vorläufer von Leuten wie Herrn Repple sind im Stechschritt durchs Brandenburger Tor marschiert. So war es nämlich in Deutschland. Der AfD-Abgeordnete forderte daraufhin lautstark einen Ordnungsruf gegen Rülke. Die Landtagspräsidentin Muterem Aras folgte dem nicht, sagte Repple aber die Möglichkeit einer persönlichen Erklärung zu. Doch Repple rief weiter dazwischen und wurde schließlich des Saales verwiesen. Herr Repple, Sie sind damit für heute aus der Sitzung ausgeschlossen. Erst nachdem drei Polizeibeamte minutenlang auf Repple einredeten, verließ der Abgeordnete den Saal. Später musste ihm auch das fraktionslose AfD-Mitglied Wolfgang Gedeon folgen, ebenfalls wegen lauter Zwischenrufe. Die türkischstämmige Landtagspräsidentin kennt Konfrontationen mit der AfD bereits. Gegenüber der deutschen Presseagentur hat sie sich zum jüngsten Eklat geäußert. Das war bisher die höchste Eskalationsstufe. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich die Polizei bitten muss, Abgeordnete aus dem Saal zu begleiten. Seitdem ich in dem Amt bin, gelte ich für manche Abgeordnete der AfD als lebendige Provokation. Das fing direkt nach meiner Wahl vor 2,5 Jahren an. Damals hieß es, ich sei der Beweis für die Islamisierung Deutschlands. Und weiter: Einige Abgeordnete haben offenbar aufgrund meiner Herkunft ein Riesenproblem damit, dass ich dieses Staatsamt ausübe. Die ständigen Attacken auf meine Person sind nicht schön. Was mich mehr umtreibt, ist aber, dass mein Amt als Landtagspräsidentin beschädigt wird. Dieses Verächtliche in Bezug auf demokratische Institutionen. Das ist schlimm und folgenreich. Repple hatte übrigens angekündigt, Verfassungsklage einreichen zu wollen.